Wash ist unser ja, altbekanntes und viel geliebtes Reinigungskonzentrat. Das ist ein Reinigungsschaum, macht man auf feuchte Hände drauf, schäumt das auf, reinigt damit das Gesicht morgens und abends. Und das ist im Prinzip für jeden Hauttyp absolut passend. Aber es gibt so ein paar Hauttypen, die extrem glücklich damit sind. Das sind die Menschen mit Feuchtigkeitsmangel, das sind Menschen mit einer sehr sensitiven Haut und sogar auch Leute, die so ein bisschen zu Unreinheiten neigen. Weil wir haben da auch so minimal desinfizierende Stoffe drin, wir haben Feuchtigkeitsspender drin und da sind Stoffe drin, die quasi, wie soll ich das sagen, die Reizschwelle der Haut, die Empfindlichkeit der Haut verändern. Das heißt, die Haut reagiert nachher nicht mehr so schnell und nicht mehr so empfindlich. Das ist das Produkt, das verwenden wir sogar vor Permanent-Make-up-Behandlungen, während Permanent-Make-up-Behandlungen, wenn die Haut geöffnet ist. Und die Golden-Eye-MNT-Technik, das ist eine Technik, bei der mit Nadeln auch Pflegesubstanzen in die Haut reingegeben werden. Da nehmen wir das auch genau vor der Behandlung und die Kundin muss das auch nach der Behandlung zu Hause anwenden. Weil genau die Art der Reinigung das Richtige ist, wenn die Haut zum Beispiel auch nach einer Mikropigmentation oder nach einem Needling, ich sag mal so ein bisschen malträtiert worden ist, dann braucht die ja auch eine gewisse Beruhigung und eine gewisse Pflege und eben keine Öle, Lipide, Silikone oder sonstige Dinge. Mit so einem Fläschchen kommt man ewig aus, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich verwende das sogar als Rasierschaum und das nicht nur im Gesicht, sondern wirklich, bei mir ist ja die Fläche zum Rasieren dann doch deutlich größer als irgendwie nur hier, kommt man ewig mit aus. Und man muss das nicht tonifizieren, sondern einfach waschen, spülen, fertig.